Hallo meine Rambas, ja, ihr seht richtig. Es ist World of Tanks und es ist meine Garage und ja, ich habe vor, wieder ein bisschen mehr live zu spielen. Ich hoffe, ihr begrüßt die Entscheidung und dementsprechend habe ich mich hier jetzt direkt mit der Reihe befasst, die mich auch selber am stärksten interessiert und zwar die japanische schwere Reihe mit den OIs und so weiter und so fort und deswegen heute der Stufe 5 OI experimentell, den ich euch zeigen werde. Ich habe hier einfach die Basiscrew mit 60% bzw. in dem Fall 70, 75 bis 83 drauf. Dann hier das, was ich halt so habe, aber ich baue jetzt keine millionenteuren Dinge hier rein. Das lohnt sich dann vielleicht jetzt eher doch nicht unbedingt, weil so lange habe ich nicht vor, mit denen zu spielen und dann auszubauen, einzubauen. Naja, mal gucken, wie er mir so gefällt. Kann ja sein, dass ich es doch noch mache. Nun aber geht's los mit unserem 1200 PS starken und 100 Tonnen schweren OI. Ich hoffe, die Runde wird gut und ihr seid dabei. Also, lasst uns loslegen. Ja, ein Matchmaking haben wir gefunden, wie ihr seht. Und zwar sind wir hier Top-Tier mit unserem Fünfer in einem Vierer, Dreier. Und beim Gegner hat sogar geschafft, ein Einser und ein Dreier an Platoon zu machen. Also viel Spaß an den T1 an dieser Stelle. Es sind noch nicht alle Icons geupdatet, deswegen fehlen hier noch so ein paar, wie ihr seht. Das sind ziemlich wahrscheinlich die Tschechen, die da noch fehlen. Aber das soll hier für uns ja keinen Abbruch tun. Die Karte und hier vorne ist Los natürlich geht's. gut für uns. Und ja, auch wenn ich bei den Tschechen noch ein Replay bzw. eine Preview gemacht habe, wo ich selber auch gespielt habe, ist es sehr, sehr, sehr ungewohnt wieder selber Hand anzulegen und auch wieder selber zu spielen. Aber ich habe einfach eine lange Zeit gebraucht. Bisschen Abstand, das Spiel war sehr omnipräsent und ist es ja auch in der Zeit, wo ich selber nicht gespielt habe, gewesen. Weil auch da ist es ja so, man hat ja das Spiel immer noch um sich rum. Und dementsprechend war das jetzt ganz gut so. Nein! Das ist trotzdem eine Verarsche gewesen. So, einmal hat er sich eine gefangen. Das ist sein Ernst? Das muss wehtun. Auf den. Really? Jetzt ist er aber weg. Okay. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. So, auch weg. Ausgeschaltet. Aber bis jetzt läuft's gut. So soll es sein. Da da drüben noch der KV, den ich noch nicht drauf komme, leider. Aber gleich hoffe ich doch. Aber der wird jetzt schon von der anderen Seite beschossen. Ja, so. Da hinten bei uns an der Basis noch ein OI. So, lange einaimen ist halt nicht so der genaueste. So, und jetzt werde ich mich dann. Oh, Entschuldigung, T67. Wollte ich da jetzt nicht irgendwo anecken, beziehungsweise dich beschädigen. Das war nicht mein Ziel. So, der OI bekommt auch hier noch von der Seite von uns. Ist halt nicht zu übersehen, das Gerät. So. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Eroberungspunkte auch zerstört. Und jetzt kommt da hinten noch einer. Der Skoda. Ah, schlecht geschossen, schlecht geschossen. Noch der Nachschuss, 5 Sekunden. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Nein! Schade. 4 Kills, aber erste Runde. 1049 Schaden. Da könnte man natürlich in der Tendenz etwas mehr machen. Aber ich bin zufrieden. Damit kann ich gut leben. Überlegen als Abzeichen dritter Klasse. Da den Sensenmann
den Kämpfer und 2424 XP. Natürlich war das die erste Runde, aber direkt auf Platz 2 in den XP und auf Platz 1 im Schaden gelandet mit dem 5er. Damit kann ich gut umgehen. Eine sehr kurze Gefechtsdauer, deswegen hoffe ich, seht ihr es mir nach, dass ich einfach noch ein zweites Mal reindrücke. Wir ein Gefecht mit Tier 6, 5 und 4. Ich werde ziemlich wahrscheinlich in die Stadt selber fahren. Da komme ich einfach mit dem schweren Panzer am besten zurecht. Außerdem trifft die Arti da auch nicht so leicht. So. Nun aber geht's gleich Richtung Front. Auf geht's! Auf geht's, sagt er. Und dafür, dass der so schwer ist, gut, der 1200 PS, aber kommt der ganz gut in den Trott. Das finde ich ganz angenehm. Also, so von den Videos und so von allen anderen, muss ich sagen, gefällt mir die Reihe schon sehr, sehr gut. Und gerade ich mag ja sehr schwere Panzer. Deswegen noch besser für mich. Basis verteidigen, sagen sie alle. Niemals. Mal guckt euch mal die Geschwindigkeit an. Knapp 40 km/h. Also wenn das nicht beachtlich ist, dann weiß ich es aber auch nicht. So, da vorne ist noch keiner auf. Drüben natürlich 1-2-Linie Leopard, klar. Der war zu erwarten, dass da die ersten gleich kommen. Es ist halt so ein Monster. Ach, schön, schön. Ich mag Monsterpanzer. So, der schießt da alleine, also das heißt, da kann doch nicht so viel sein. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Kette wurde getroffen. So, wir ziehen uns da wieder zurück. Wo ist er? Da ist er. Na Jungs, wenn du die da drüben rauslässt, dann hole ich sie mir. Komm schon. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Ich bin doch nicht so doof. Ich bin schon ein bisschen doof, aber doch nicht so doof. Ja, weg damit. Na, hab ich dich besser getroffen als du mich, mein Freund? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Na, jetzt schafft er mir Sorgen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Da trifft er mich ganz gut. Der andere KV nimmt mich wirklich perfekt als Schutzschild. Aber nicht da. Oh. Oh, 147 HP, das ist nicht mehr viel. Ich hoffe, dass du da nochmal rauskommst. Genauso. Ah, die habt ihr auch gerade gehört, hat auch gerade hier eingeschlagen. Komm, jetzt erschieß. Ich muss echt aufpassen. Ich will hier nicht noch drauf gehen. Nein! Da dachte ich, ich wäre gerade noch am Zurückkommen. Da hat er mich aber dann doch noch weggemacht.
Aber ich denke, 13-5, auch die Runde sollte an uns gehen. Jetzt nur noch der Churchill, der letztverbliebene hier. Also die Panzerung ist im Tier 5 sensationell. Im Tier 6 habt ihr gesehen, da kommen dann doch schon einige durch. Also da ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen. So, die Arti hält auch nochmal rein. So, und jetzt, der Churchill wird den Hetzer ziemlich wahrscheinlich wegmachen. Ja, das war zu erwarten. So, und jetzt kommt er hier rum, weil natürlich von hinten kriegt er den Druck. Und dann nochmal. Ja, da kann er sich nicht mehr erwehren. Der Gegnerschar, die Arti auch nochmal ein schöner, satter Treffer. Und jetzt ist auch final rum. Und wir haben sogar nochmal unser Ergebnis aus der Vorrunde ein wenig steigern können auf 1339 Schaden. Das freut mich doch sehr. Deswegen habe ich das Überlegenheitsabzeichen nochmal dritter Klasse erhalten. Und habe hier bekommen 790 XP, also etwas weniger als in der Runde davor. Vom Schaden her auf Platz 2 im Team gelandet. Und hier seht ihr die Auswertung. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Match gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.